Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Vorlage dieses Haushaltes für das Jahr 2009 macht die Große Koalition konsequent das weiter, was sie sich zum Start vorgenommen hat: sanieren, reformieren, investieren. Dieser Bundeshaushalt ist erneut eine klare Aussage im Gegensatz zu Ihnen an die junge Generation. Wir sorgen für nachhaltige Chancen der jungen Generation, indem wir jetzt nicht alles verpulvern, sondern die Möglichkeit schaffen, durch einen konsolidierten Haushalt, dass junge Generation investieren kann in Zukunft. Nicht wie Sie. Sie haben in Ihre Ideologie investiert, Geld rausgeworfen und der jungen Generation Schulden hinterlassen, die wir jetzt aufräumen müssen. Was wirklich wichtig war, neben der Haushaltskonsolidierung, wird uns heute in allen Tageszeitungen auf Seite 1 bescheinigt. Vom DEW wird bescheinigt, die erfolgreiche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist der einzige Weg, um auch soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Und mancher meint, auch in unserem Land, wenn wir über die Erfolge reden, die zweifelsohne da sind, dann würden wir uns zurücklehnen. Überhaupt nicht. Sondern die Erfolge, die wir erreicht haben, dienen nur als Beweis dafür, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Dass es sich lohnt, das, was man als richtig erkannt hat, konsequent weiterzuführen. Und wir werden uns nicht ausruhen, sondern wir werden den Menschen Antworten geben auf die Fragen, die sie stellen. Und es sind natürlich bewegte Zeiten, wo die Menschen uns schreiben, E-Mail-Eingang heute Morgen: Herr Kauder, sagen Sie uns mal, sind unsere Spareinlagen noch sicher? Welcher Bank können wir noch vertrauen? Und da kann ich nur sagen, sind die Antworten, die der Finanzminister und die Bundeskanzlerin gegeben haben, doch völlig richtig, indem sie sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es entsprechende Richtlinien und Regeln gibt, dass so etwas, was jetzt passiert ist, nicht noch einmal passieren kann. Und dafür müssen wir arbeiten. Aber eins ist auch klar, all denjenigen, die uns noch vor Monaten gesagt haben, Kontrolle, Regeln seien in dem Punkt falsch und würden die Marktwirtschaft stören, werden jetzt eines Besseren belehrt. Die Marktwirtschaft schlechthin in Amerika weiß sich jetzt nicht mehr zu helfen, als zu verstaatlichen in einigen Bereichen Milliarden zuzugeben. Da sage ich lieber, vorher eingreifen, vorher regeln, den Markt in eine richtige Richtung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und da, Frau Bundeskanzlerin und Herr Bundesfinanzminister, unterstützen wir Sie auch nach Kräften. Erstens, Familienunternehmen müssen auch nach einer Erbschaftssteuerreform in der Lage sein, ihr Familienunternehmen ertragreich im Interesse von uns allen fortführen zu können. Das ist mal der erste Punkt. Zweitens, arbeitsplatzschaffende Maßnahmen dürfen nicht durch Erbschaftssteuer belegt werden. Und deswegen bleibt es dabei, dass wir abbauen. Und drittens, eins ist auch klar, wir wollen auch, dass diejenigen, die in ihrem Leben was geleistet haben, die es zusammengehalten haben, die es nicht rausgeworfen haben, sondern die Grundlage, Eigentum, Grundlage für ihre Familie schaffen, ein kleines Eigentum geschaffen haben für ihre Familie, dass dieses Eigentum auch in die nächste Generation übertragen werden kann. Wir können bei den gestiegenen Energiepreisen nicht mit hohen staatlichen Subventionen antworten, denn das müssen die Menschen wieder bezahlen. Wir wissen doch alle, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind. Und wenn wir einen Haushalt haben, in dem wir noch immer 10 Milliarden neue Schulden aufnehmen können, gibt es keine Möglichkeit für milliardenschwere Entlassen. Wäre aber auch nicht richtig. Die knapper werdende Energie muss im Verbrauch reduziert werden und sie muss nicht subventioniert werden. Und deswegen werden wir
alles das, was getan werden kann, um den Menschen zu ermöglichen, im Verbrauch zu reduzieren, etwas zu tun. 2 Liter Sprit weniger bringt mehr als jede staatliche Maßnahme. Und deswegen sind energiesparende Autos die richtige Antwort. Und ich fordere die Automobilindustrie auf, macht jetzt endlich ernst mit dem Elektromotor als Zusatzaggregat und auf dem Weg zum Elektroantrieb auf deutschen Straßen. Das ist der richtige Weg. Aber wenn man das macht, Herr Kuhn, ist auch klar, Elektroautos fahren nicht durch Schieben, sondern nur durch Strom. Und deswegen brauchen wir dann auch Strom. Und deswegen kann ich nur sagen, ist es völlig unverantwortlich, sicher, nicht was Sie gesagt haben, sicher laufende Kernkraftwerke einfach zum Netz zu nehmen. Das ist Vernichtung von volkswirtschaftlichem Eigentum. Die Große Koalition hat nur noch eine Zeit der Arbeit für unser Land. Und die wollen wir nutzen. Der Wahlkampf wird dann beginnen im nächsten Jahr. Wahlkampf gehört zur Demokratie. Aber wir sollten den Wahlkampf auf die Zeit reduzieren, wo es absolut notwendig ist. Und jetzt, ja, tragen Sie Ihren Beitrag dazu bei, dann gelingt es auch. Und bis dorthin werden wir arbeiten.